Hallo und herzlich willkommen bei babyartikel.de. Ich bin Nora und ich habe heute wieder unsere Hebamme Anna-Maria eingeladen. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist das Thema PDA und Schmerzen. Ein Thema, das bestimmt ganz viele Schwangere interessiert, weil, ja, wer will schon gern Schmerzen haben? Niemals. Also viel Spaß bei diesem Video. Viel Spaß. Anna-Maria, ja. Erklär uns doch einfach mal kurz, was eine PDA eigentlich ist. Ja, also PDA ist die Periduralanästhesie. Das heißt, es ist eine Rückenmarksanästhesie oder auch eine Betäubung. Also eine Möglichkeit, eine Maßnahme, um Schmerzen zu erleichtern, Schmerzen zu betäuben. Also damit man keine Schmerzen unter Geburt mehr spürt. Das ist zumindest das Ziel. Genau. Okay. Ja. Wie geht's weiter? Welche Voraussetzungen brauche ich, um eine PDA unter Geburt zu bekommen? Ja, also das erste mal organisatorische ist, dass man eigentlich, wenn man zur Anmeldung in die Klinik geht, das macht man ja schon in der Schwangerschaft, dann oft auch gleich einen Bogen, da füllt man ja alle möglichen Formulare an, wo man persönliche Daten angibt und was zur Krankheitsvorgeschichte erzählt oder mit aufschreibt. Und da ist auch immer ein Bogen dabei bezüglich der Anästhesie, also ein Aufklärungsbogen, den man halt schon fertig durchliest und komplett ausfüllt bis auf die Unterschrift. Oder auch, was es in manchen Kliniken gibt, dass man tatsächlich auch direkt eine Sprechstunde noch hat mit dem Anästhesisten, um eventuelle Fragen zu klären. Machen tut man das deshalb, weil man unter Geburt ja meistens nicht so viel Zeit hat, damit man sich da alle Nebenwirkungen, Vorteile, Nachteile abwägt und das alles durchliest und man dann einfach nur noch die Unterschrift draufsetzen muss und man dann halt sozusagen die Erlaubnis erteilt, damit die PDA halt durchgeführt werden kann. Ja, genau. Unter Geburt hat man keine Lust mehr, so einen Fragebogen auszufüllen. Na. Da ist man mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, auf alle Fälle. Wie muss man sich das unter Geburt dann vorstellen vom Ablauf her? Also was erwartet mich da als Schwangere? Ja, also angenommen, die Entscheidung ist schon gefallen. Da gehen wir später darauf ein, wann man sich dafür oder dagegen entscheidet. Angenommen, die Entscheidung ist gefallen, wir nehmen die PDA. Dann ist es vielleicht ganz gut zu wissen, was da auf einen zukommt. Also es kann gut sein, dass du bis zu dem Zeitpunkt heute einfach zum Beispiel ganz gemütlich rumgelegen bist oder einfach in deinen Klamotten warst. Und wenn es halt heißt, okay, wir machen eine Anästhesie, braucht es halt auch ein paar Vorkehrungen. Das bedeutet, es kommen ein, zwei Leute, manchmal ein bisschen mehr, die auch mit Gerätschaften kommen und das alles auch steril machen. Das bedeutet, es gibt halt, man wird desinfiziert, es gibt sterile Unterlagen, manchmal bekommt man auch ein OP-Hemd an, einfach um wirklich das möglichst keimfrei zu machen, weil man natürlich hier auch ein Schläuchlein eben in die Wirbelsäule, also in dieses im Rückenmarkskanal einführt. Und man möchte natürlich da keine Keime einbringen und deswegen ist es auch wichtig. Also deswegen ist es vielleicht gut für dich zu wissen, okay, wenn ich sage, ich will eine PDA, dann herrscht erstmal kurz ein bisschen Aufruhr, ja? Genau, bis die heute alles aber ordentlich gelegt haben und dann geht es wieder weiter, genau. Was vielleicht auch interessant für euch zu wissen ist, ist, dass man zum Beispiel während des Legens der PDA eine bestimmte Position einnehmen muss. Also man muss sich da ganz rund machen und krumm machen. Also hier diesen Lendenwirbelbereich rausdrücken, nach hinten rausdrücken, weil dadurch kann nämlich dann dieses Schläuchlein besser gelegt werden. Es ist so, dass dieser Bereich im Lendenwirbel desinfiziert wird. Dann wird es lokal betäubt, zuerst mit einer kleinen Spritze, dass man das nicht so gut spürt in der Haut. Und dann gibt es eine größere Spritze, die eingeführt wird vom Anästhesisten. Und dort wird dann eben halt das Schläuchlein rein transportiert. Und über dieses Schläuchlein läuft dann dieses Schmerzmittel direkt in deinen Körper. Genau. Und so, dann wird es noch schön abgeklebt und dann ist es eigentlich fertig. Ja? Wie lange dauert das? Ja, es dauert mal länger, geht mal schneller. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Wehen du schon hast, weil man sich ja für die Zeit des PDA-Legens es relativ stillhalten muss. Ja. Gell? Das ist natürlich unangenehm. Genau, man hat einen großen Bauch und dann spannt es ein bisschen und dann nutzt man halt tatsächlich immer diese Wehenpausen, drückt sich da ganz gut raus und dann wird halt versucht, dass man das relativ zügig legen kann, damit man sich ja dann auch ein bisschen freier positionieren kann. Ja, das ist ja oft ja, so ein Faktor, der halt eben auch Schmerzen mindert, dass man die Position frei wählen kann unter Geburt. Genau.
Genau, zum Zeitpunkt. Aha. Wann wird so eine PDA gelegt? Man hört ja auch oft so in Gesprächen mit Freunden, ja, dann war es schon zu spät und die PDA konnte nicht mehr gelegt werden. Ja. Also welche Bedingungen müssen erfüllt sein und wann wäre es zu spät für eine PDA? Ja, also grundsätzlich ist es mal so, dass tatsächlich die verschiedenen Kliniken auch ein bisschen unterschiedliche Empfehlungen oder Vorgehensweisen haben. Was heißt, in der einen Klinik wird vielleicht die PDA schon eher frühzeitig empfohlen, in der anderen Klinik tendiert man eher ein bisschen später dazu. Das ist ja auch ein bisschen nach individueller Erfahrung, ja, wird das gehandhabt. Grundsätzlich finde ich, bei der Entscheidung, will ich eine PDA oder will ich keine PDA, kann man einfach verschiedene Aspekte mit einziehen in diese Entscheidung. Also das eine ist, man will Schmerzen lindern. Ja? Und man muss aber vielleicht auch wissen, dass immer wenn ich halt irgendwie in den Geburtsprozess eingreife, kann das auch nachteilig wirken. Also wann wäre jetzt meine Empfehlung, dass ich immer sage, da ist es gut, eine PDA zu nehmen, ist es immer dann gut, wenn man das Gefühl hat, ich komme jetzt eh nicht mehr weiter. Es ist alles für mich viel zu schmerzhaft und ich bin dementsprechend auch total verkrampft und verspannt. Ich habe vielleicht schon gestartet am Anfang mit einem Bad zum Entspannen. Das ist ganz gut, um Schmerzen zu lindern. Wirkt manchmal überraschend gut. Und dann vielleicht habe ich noch getestet ein leichtes Schmerzmittel, ob mir das allein schon hilft, ja, um die Schmerzen ein wenig wegzunehmen. Und wenn ich merke, das hat mir nicht geholfen, ja, und ich kann mich nicht so drauf einlassen, ich bin total verkrampft, Popacken zusammengekniffen, dann wird man auch sehen, dass zum Beispiel am Muttermund nicht wirklich was voranschreitet. Das heißt, er öffnet sich nicht weiter. Genau, er öffnet sich nicht weiter. Wenn ich zu verspannt bin, ja, aus welchem Grund noch immer, öffnet sich der Muttermund leider auch nicht gut weiter. Also das ist ein Punkt, wo dann eine PDA halt einfach wieder helfen kann, weil dadurch, dass ich dann nichts mehr spüre, lasse ich dann auch locker und der Muttermund kann sich wieder öffnen. Also ich sage jetzt mal, wenn du an den Punkt kommst, dass du sagst, es geht für dich nicht mehr, dann ist definitiv in vielen, vielen Fällen die PDA echt eine super Option, um einfach noch gut weiterzuschreiten unter Geburt. Ja? Und damit es einfach wieder weitergeht. Ja? Dann manchmal kann man sich dann auch erholen und entspannen. Da hat man so eine kurze Pause einfach auch. Ne? Genau. Vor allem, man weiß ja nicht, was ist das für eine Vorgeschichte, manchmal auch, wenn es mit Einleitung startet oder aus welchen Gründen auch immer, kann auch eine Geburt auch etwas länger dauern. Und wenn es lange dauert, kommen wir irgendwann in eine Erschöpfung und dann geht es auch nicht mehr weiter. Und dann ist auch die PDA ein gutes Mittel, um auch einfach mal zu schlafen, wieder Kräfte zu sammeln und dann wieder neu weiterzugehen. Also wie ihr schon seht, habe ich keine konkrete Empfehlung von bei der und der Muttermundsweite oder bei der und der nicht mehr. Aber diese konkrete Empfehlung, wenn du wirklich merkst, du hast das Gefühl, es geht für dich nicht mehr weiter, du brauchst jetzt eine Schmerzlinderung, dann ist eine PDA oft ein guter Zeitpunkt. Und die Hebammen beraten dich da individuell. Und das ist halt auch in der Situation wichtig, weil die kann schon ein bisschen einschätzen, wie lange bist du schon da, wie ist es schon abgelaufen, wie liegt das Kind und was erwartet sie, wie lange es noch dauern wird. Weil daraus gibt es ja dann manchmal eben die Situation, dass vielleicht die Hebamme empfiehlt, dass es vielleicht jetzt zu spät wäre für die PDA. Genau. Das, wo ja tatsächlich im Moment begegnet mir das relativ oft. Diese Frage, ja, wann muss ich es machen, nicht, dass es zu spät ist. Und was kann ich da sagen? Also, ich sage jetzt mal, der Hauptvorteil an der PDA ist es, dass es die Schmerzen lindert und dadurch die Muttermundseröffnung gut vorantreibt. Also für die Eröffnungsphase ist es gut. Für die Austreibungsphase der Geburt ist es der Vorteil meist nicht so groß, weil da braucht man oft ein bisschen mehr Kraft, um das Kind nach draußen zu schieben. Und wenn ich die Schmerzen linder, dann nehme ich auch manchmal die Kraft ein bisschen weg. Das heißt, da fehlt mir dann auch die Kraft, um wirklich gut zu spüren, wo ich hinschieben kann. Und wenn du zum Beispiel schon vollständig bist, und vielleicht sogar schon absehbar ist, dass bald das Kind kommt und du ordentlich unter Geburt bist und gute Wehen hast, dann kann das sein, dass man sagt, ja, also
es rentiert sich jetzt nicht mehr, eine PDA zu machen, weil bevor wir da lang rummachen und noch betäuben und dich aufhalten davon, dass du, weil das ist weil, wie gesagt, es braucht ja ein bisschen Zeit, bis es wieder liegt und bis es dann wirkt. Also bevor man das hier dadurch halt eigentlich wieder hemmt, lässt man die Geburt einfach laufen und du hast dein Kind schon bald. Also eigentlich, wenn es heißt, es ist zu spät, dann ist es für dich in den meisten Fällen das Signal, okay, cool, es ist eigentlich schon bald geschafft. Es ist jetzt nur der letzte Schritt, wo ich vielleicht einfach auch noch mal kurz ein bisschen Angst davor habe. Da braucht es dann manchmal auch noch ein bisschen Motivation und Zuspruch. Ja? Und du weißt dann, okay, es kann jetzt nicht mehr so weit sein. Ja, weil sonst wird die mir die PDA geben. Wenn die Hebamme absieht, dass es nur lange dauern wird, dann wird die dir sehr wahrscheinlich die PDA geben. Ja? Wenn die Hebamme absieht, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange dauert, dann kann es sein, dass sie dir empfiehlt, dass man das vielleicht nicht mehr nimmt. Mhm. Also, was kann ich sagen? Wenn man die PDA relativ früh in der Geburt legt, kann es sein, dass es die Wehen hemmt, dadurch die Geburt verlangsamt und eher zu noch mehr Eingriffen führt. Ja? Zur Wehenschwäche, dann zum zusätzlichen Wehenmittel und dass man dann von außen immer mehr eingreifen muss. Wenn du schon ordentlich unter Geburt bist, schon ordentliche kräftige Wehen hast, vielleicht schon geschaut hast, ob du Linderung erfährst durch Badewanne oder andere Schmerzmittel und du merkst, du bist an einem Punkt, okay, jetzt ist es zu stark für dich, du kannst nicht mehr und bist total verkrampft, der Muttermund geht nicht mehr weiter auf, dann ist oft ein sehr guter Zeitpunkt, um die PDA zu legen. Oder eben, wenn große Erschöpfung herrscht, weil alles schon ganz lange dauert. Genau. Dann ist oft ein guter Zeitpunkt und dann ist die PDA auch oft ein Segen, weil es dir einfach die Möglichkeit gibt, noch weiter eben diese natürliche Geburt weitergehen zu lassen. Genau. Und wenn es eben so ist, dass du eigentlich schon sehr weit fortgeschritten bist unter Geburt und die Hebamme auch erwartet, dass vielleicht demnächst das Kind eh schon kommt, dann empfiehlt sie dir natürlich, dass es sich nicht mehr rentiert, die PDA zu nehmen, sondern dass man da vielleicht einfach nur mal sich sammelt, konzentriert, fokussiert, locker macht und dann nochmal alle Kräfte zusammennimmt und dann das angeht. Also dann hat sie sehr großes Vertrauen in dich, dass du das jetzt dann bestimmt bald hinter dir hast. Ja, genau. Und wenn du sagst, man ist quasi ab Oberbauch betäubt oder, nein, nicht gelähmt, das hört sich immer so dramatisch an, ja, man ist betäubt, ja, aber dann ist es ja auch so, dass die Beine da wahrscheinlich nicht mehr ganz so beweglich sind wie vorher, weil es wirkt sich ja auf alles vom Unterkörper aus. Ja. Wie kann ich mein Kind da gebären? Also was könntest du zum Thema Geburtsposition noch sagen? Ja, das würde ich jetzt in zwei Themen aufschlüsseln. Einmal das mit der Betäubung und einmal das mit den Positionen. Also das Ziel der PDA ist, dass man keine Schmerzen mehr verspürt. Die Schmerzen verspürt man ja hauptsächlich über die Gebärmutter, also über die Wehentätigkeit. Und deswegen soll es von hier ab, vom Bauch ab, betäuben nach unten hin bis zu den Zehenspitzen. Genau. Da muss man jetzt natürlich sagen, dass man das nicht so genau zielen kann. Also der Anästhesist kann leider nicht vorhersagen, ob wirklich die Betäubung komplett und beidseitig gut funktioniert. Das heißt, manchmal kommt es tatsächlich vor, dass nur eine Seite gut betäubt ist oder die eine weniger, die andere stärker oder die Betäubung auch gar nicht gut funktioniert. Das gibt es auch, ja. Nur, dass ihr das wisst, ja. Es ist jetzt nicht die Regel, aber es funktioniert nicht immer so genauso, wie man sich das erhofft, ja. Es kann auch sein, dass man so stark betäubt ist, dass man echt überhaupt nichts mehr spürt oder dass die Betäubung gar nicht ausreichend wird. Das ist ein bisschen verschieden, ja. Meistens funktioniert es gut, man ist vom Bauch ab bis nach unten betäubt und kann aber dann dementsprechend oft auch die Beine nicht mehr bewegen. Es gibt zwar diesen Ausspruch oder diesen Slogan Walking Epidural, also dass man halt noch gehen kann während der PDA, aber das ist nicht immer der Fall. Also man muss eigentlich damit rechnen, dass man vielleicht die Beine nicht mehr bewegen kann. Und das bedeutet aber auch, dass man halt dann vielleicht jetzt nicht alle möglichen Positionen einnehmen kann, ja. Keine Ahnung, vielleicht nicht mehr in die tiefe Hocke gehen kann oder auf dem Hocker gebären oder
in einen Vierfüßler gehen. Also es kann sein, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass es einfach nicht möglich ist. Was immer geht, ist im Liegen, weil da braucht man die Beine nicht wirklich und dann ist oft eben auch die Seitenlage eine noch bessere Position, wo man das Kind gebären kann. Ja. Mhm. Okay. Ja. Gut. Ja. Ja. Dann ist es im Grunde ja an jeder Schwangeren, ob man das für sich in Erwägung zieht oder nicht. Mhm. Wichtig ist die Vorbereitung, was die Anna-Maria sagte. Mhm. Das muss natürlich auch in die Kliniktasche, das Dokument für die Anästhesie, beziehungsweise für die PDA. Ja. Und was wäre sonst noch abschließend zu sagen? Ja, und vielleicht, was ich einfach nur abschließend sagen möchte, ist, weil man hat, glaube ich, oft hat man ein sehr simples Bild davon. Man denkt sich, was spricht denn dagegen, die PDA zu nehmen, wenn ich doch die Geburt ohne Schmerzen haben kann? Warum sollte ich sie denn mit Schmerzen nehmen? Und da möchte ich halt einfach mit einbringen, dass es halt je nachdem auch manchmal die Geburt halt eben hemmen kann und verlangsamen kann und eher auch manchmal zu Schwierigkeiten führen kann. Deswegen sage ich, PDA kann Fluch und Segen sein. Segen ist es dann, wenn ich merke, ich komme nicht mehr weiter. Ja, und ich würde aber wirklich auch selber schauen, wie weit komme ich mit meinem Körper, dass ich das austeste. Oft kommt man ja auch relativ gut in so Wehen rein, vor allem wenn es natürlich erzeugte Wehen sind, dann kommt man oft durch diesen Rhythmus Wehe, Wehenpause, mit der Zeit oft auch in so eine gute Entspannung, sodass man da sehr gut zurechtkommt. Und deswegen traut euch das ruhig zu, euch auf die Geburt einzulassen und dann in der Situation zu entscheiden, okay, jetzt ist es soweit, wir haben das Formular eh schon ausgefüllt, ich kommuniziere das, auch vielleicht über meinen Partner, wir möchten gerne die PDA und dann bekommt ihr die dann auch. Ja? Genau. Genau, das möchte ich mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema PDA oder Geburtsposition unter PDA, schreibt uns gerne einen Kommentar. Ja. Anna-Maria antwortet darauf. Und ansonsten freuen wir uns über einen Daumen hoch oder ein Abonnement auf unserem Kanal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.